days without water along the sun-soaked road. We crawled over borders. Es ist 3 Uhr nachts. Ich könnte die Wäsche machen. Ich könnte mein Video schneiden. Die Wäsche waschen oder ist es nervig für die Nachbarn? Schon, oder? Mitten in der Nacht. 3 Uhr nachts. Die Waschmaschine. Oder? Ist es nervig? Ja. For the first time in ages, I wake up and don't hate it. I guess I've found some peace. Through the day to the evening, without shouting and screaming, something new to me. Es ist jetzt 10 Uhr. Ich habe wirklich den ganzen Morgen im Bett gelegen, seit 3 Uhr und habe Videos geschnitten. Jetzt startet eine kleine Living Alone Diary. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich alleine lebe, alleine hier wohne. Und wie ich damit zurechtkomme, was ich für mich ändere. Ich möchte die Wohnung ein bisschen umgestalten. Ich möchte neue Habits, neue Routinen aufbauen. Das wird jetzt in Zukunft auf euch zukommen. Heute steht auf jeden Fall so ein richtig fetter Reset-Day an. Ich glaube, wir alle kennen das nach dem Urlaub. Muss man erstmal wieder sein Leben auf die Reihe kriegen. Und das ist heute der Fall. Und ich mache jetzt meinen Koffer, packe ich aus. Dann kommt eine Freundin vorbei, am Abend kommt eine andere Freundin vorbei. Also heute ist so ein richtiger cozy Tag. Ich würde sagen, das ist der erste Teil der Living Alone Diary. Ich weiß noch nicht, wie viele Teile es gibt, vielleicht so 3, 4. Je nachdem. Ich habe da auch schon ein paar coole Ideen, was wir gemeinsam machen werden. Und ja, ich würde sagen, let's go. Ich habe gerade die Wäsche aufgeteilt. Können wir ganz kurz drüber reden, wie viel rosa und blau ich einfach habe? Ich glaube, ich habe ein Farbenschema. Ich dachte, ich hätte keins. Aber ich wasche jetzt, glaube ich, zuerst mal weiß, weil das das Größte ist. Ja. Ganz, ganz schlimm aus. Du bist gestern zurückgekommen. Ja. Das ist so schön, dich zu sehen. Du schaust so gut aus. Hä? Du? Schaust richtig. Ja? Ich bin seit 3 wach aus. Oh mein Gott, was? Du bist gestern mal schlafen, gell? Doch, ich bin gestern um 8 eingeschlafen und seit um 3 bin ich komplett munter. Oh mein Gott. Das ist wirklich ein bisschen dramatisch. Okay. Was du machst. Komm hier rein. Sorry. Los. Ich habe mich ganz lange nicht getraut, Farbe hier zu tragen, weil irgendwie habe ich mich so gefühlt. In Australien war ich die ganze Zeit so richtig farbenfroh und hier war ich so irgendwie weird. Aber jetzt bin ich so, nee, ich trage Farbe. Farbe macht das Leben schön. Das ist mein Outfit of the day. Nägel rosa, Oberteil rosa. Ich habe heute den ganzen Tag singen und ja, ich gehe jetzt los. Ich wollte ein bisschen davor spazieren gehen, ein bisschen früh. Ich bin jetzt ungefähr 1,5 Stunden früher da. Und ich freue mich. Let's go. Fight for love if you won't meet me halfway. And I say that I'm through, but this song's still for you. I promise myself at the end of the day.
Ich bin gerade nach Hause gekommen und ich habe jetzt auch noch ein Paket abgeholt, weil das abgegeben worden ist und das eignet sich wirklich perfekt, weil eines der meistgestelltesten Fragen auf meinem Kanal, wenn ihr fragt, woher irgendwas ist, ist es immer mein Schmuck. Woher mein Schmuck ist, meine Halsketten, meine Armbänder, meine Ringe, meine Ohrringe. Und der ist immer von Bruna. Ich trage den jetzt, glaube ich, schon seit 2 Jahren wirklich durchgehend. Egal ob jetzt beim Sport, beim Schwimmen. Man sollte Schmuck dann natürlich immer runtergeben, aber ich habe den halt immer drauf und das sieht einfach genauso aus wie am ersten Tag. Also ich liebe den Schmuck so sehr. Ich layer die Ketten zum Beispiel auch immer oder auch die Ringe sind wunderschön oder auch die Armbänder. Ich liebe den wirklich extrem. Bei Bruna kann man wirklich gar nichts falsch machen, weil der super hochwertig ist. Der ist extrem elegant und zeitlos. Man kann den immer tragen, egal jetzt, ob man das zum Weggehen oder für den Alltag. Also ich finde den Schmuck, man kann einfach nichts falsch machen. Ich liebe es auch, den zu verschenken. Also ich finde, das ist so ein schönes Geschenk an Freunde. Genau, schaut da unbedingt mal in die Infobox vorbei. Ich habe da nämlich meine Lieblingsschmuckstücke verlinkt. Dann könnt ihr euch da mal ausstatten. Und es lohnt sich wirklich so krass, weil ich trage den Schmuck, glaube ich, seit 2 Jahren durchgehend. Und habe den wirklich immer an und der ist einfach so toll. Und es ist einfach so nice, wenn man so richtig nice einen Schmuck hat, wo man sich so richtig wohl fühlt. Ja, also wie gesagt, Ohrringe, Ringe, Arm, alles ist von Bruna. Ich lieb Bruna einfach. Ich werde richtig obsessed. Ich glaube, man merkt's. Ich habe das wirklich immer an, liebe den Schmuck, ich fühle mich wohl. Und ja, schaut da gerne mal vorbei. Leute, wir gehen heute auf ein Solo-Date. Ich habe mich sogar ein bisschen schön gemacht für mich selber. Und zwar ist draußen traumhaft schönes Wetter. Und ich mache das nie, wenn ich in Innsbruck bin, dass ich auf ein Solo-Date gehe. Und heute dachte ich mir, ich mache mir so einen richtig schönen Vormittag, weil ich habe heute Nachmittag ein bisschen was zu machen, am See. Und fahre dahin, habe meine Decke bereit, lese vielleicht ein bisschen, entspanne und arbeite vielleicht auch ein bisschen, höre Musik, höre Hörbuch. Und das machen wir jetzt. Ich wollte davor noch ein bisschen was einkaufen, also so ein bisschen essen, damit ich da was zum Essen habe. Aber auch meine Allergietabletten, damit ich nicht komplett, mir denke, wieso habe ich keine Allergietabletten? Und am Nachmittag habe ich Gesangsunterricht wieder. Da freue ich mich richtig. Und dann habe ich Tanzen und danach treffe ich meine Freunde. Also es ist ein voller Tag, aber ich freue mich total. Und ja, ich muss sagen, in Innsbruck ist es schon nochmal eine größere Überwindung, was alleine zu machen. Super weird. Ich weiß auch nicht, wieso. Irgendwie ist Innsbruck einfach nicht so der Ort für mich, wo ich gerne was alleine mache. Aber das ändern wir heute. Weil ich stelle mir das eigentlich echt richtig cute vor. Und ich gehe jetzt auf jeden Fall los. Erstmal einkaufen. Und dann, ja, fahr ich. Freu mich. Ich bin jetzt einfach jemand, der auch in Innsbruck filmt. Das war nämlich immer so mein... Also immer wenn ich auf Reisen bin, kann ich richtig gut filmen. Aber in Innsbruck ist es ein bisschen cringe. Aber egal. Auf jeden Fall habe ich jetzt eingekauft. Ich habe alles bekommen. Tabletten, Essen für den heutigen Tag. Und jetzt steige ich ins Auto ein und düse los. Ich freue mich sehr. Es ist so schön. Das habe ich gekauft. Einmal Kaffee, ein Smoothie, dann das hier, Laugenstangen und das hier. Yes. Leute, eigentlich bin ich ja gar nie alleine. Ihr seid ja immer da. Ich fühle mich echt weniger alleine, wenn ich mit der Kamera spreche. Ja, ich liebe es irgendwie durch Innsbruck zu fahren. Es ist auch richtig schön, weil ich zeige euch mal. Ich habe übrigens auch nicht mehr lang das Auto. Deswegen nutze ich es heute noch aus. Und dann bin ich autolos. Das heißt, ich werde auf jeden Fall Fahrrad fahren viel. Vielleicht kaufe ich mir ein Fahrrad. Viel zu Fuß gehen.
alleine bis auf meine Singprobe. Ich habe mich dann dazu entschlossen, doch nicht mehr tanzen zu gehen, weil das Wetter wirklich richtig schön war. Und es ist heute gar nicht mein Tanzkurs. Das heißt, ja, ich habe mich dazu entschlossen, alleine am See zu bleiben. Und es war schon, ich muss sagen, teilweise ein bisschen ungewohnt hier in Innsbruck, weil ich mir da einfach irgendwie manchmal ein bisschen komisch vorkomme. Aber schlussendlich ist es ja nicht komisch. Schlussendlich war es überhaupt nicht komisch, aber ja, ich bin sehr stolz auf mich, dass ich das gemacht habe. Ich habe das Gefühl, man muss sich einfach nur mal überwinden und dann wird es auch die nächsten Male leichter. Ich mache das jetzt auf jeden Fall öfter, beziehungsweise nehme ich mir vor, fast jeden Tag ein Solo-Day zu machen, weil ich ja eh alleine bin. Und ja, ich hole jetzt eine Freundin ab. Ich verbringe heute Abend den Abend mit Freundinnen. Ich freue mich da schon sehr darauf. Und ja. Mir geht's heute nicht so gut, wenn ich ehrlich bin. Ich habe die ganze Zeit Break-Up-Songs gehört, was vielleicht ein bisschen doof war. Also ich habe so eine Playlist erstellt, könnt ihr euch gerne anhören. Auf meinem Spotify ist öffentlich. Ich habe die Break-Up Emotional Stage genannt, weil da sind wirklich Hardcore-Break-Up-Songs drin. Aber ich habe das Gefühl, also ich lasse einfach alles raus. Und ich glaube, dass es so der richtige Weg ist. Deckerle. Über Deckerle zu mir, Deckerle? Günstige. Ich habe immer unter 100 gezahlt mit Färben und Oha, allem drum. Was? Das ist zart. Ich zahlte immer unter 100 mit Färben, Föhnen, Schneiden, alles drum und dran. Und ich bin in 2 Stunden fertig. Voll und es kommt halt voll drauf an, bei wem man ist, muss ich sagen. Weil einmal war ich auch nicht zufrieden, aber sonst, wenn ich... Ich hab's mir nicht merkt, bei wem, aber... Ja, Färben ist halt schon. I wake up and don't hate it. I guess I found some peace. Heute ist der nächste Tag. Heute ist schlechtes Wetter und ich habe ein riesiges Programm für heute vor. Und zwar wird die Wohnung komplett aufgeräumt, ausgemistet, Sachen weggeräumt, Bilder runtergehängt. Das ganze Programm. Es kommt auch eine Freundin vorbei, die mir hilft. Ich bin gerade dabei, das Bad zu putzen. Meine Stimme ist ein bisschen belegt, weil ich 6 Stunden lang gesungen habe. Und so klingt dann meine Stimme am nächsten Tag, wenn ich 6 Stunden gesungen habe. Aber ich bin motiviert. Ich habe gerade schon ein bisschen ein Workout gemacht, ein bisschen gedehnt, Affirmationen gehört und jetzt räume ich auf. Ich nehme euch ein bisschen mit, weil so ausmisten mag ich richtig gerne, generell so zu filmen. Heute ist auch eine Baustelle, das heißt... Ich habe gerade gesehen, dass einfach die Waschmaschine ausgelaufen ist. Vor solchen Sachen habe ich immer ein bisschen Panik, weil keine Ahnung, wie ich das fixe. Aber ich glaube, ich trockne einfach mal alles auf und schaue, wo die Ursache ist. Kriegen wir hin, kriegen wir es hin. Hier eine Kiste hingegeben. Da werde ich jetzt alle Bilder reinmachen und alles, was jetzt mich ans Erste so dran erinnert, dass das eigentlich nicht meine eigene Wohnung ist, wisst ihr, wie ich meine? Also, dass ich mich einfach so ein bisschen
wohlfühle. Es ist auch abgesprochen, also das ist jetzt auch kein weirder Move oder so, sondern ich mache das einfach, damit ich mich wohlfühle. Ist auch ganz logisch, dass es weird ist, wenn man hier ist und die ganzen Erinnerungen hier auch sind, die ganzen Bilder hier einen anstarren. Ich möchte es mir einfach hier bequem machen oder einfach so, dass ich mich wohlfühle. Und ja, genau. Werde auch heute meinen Kleiderschrank ausmisten. Also die ganzen Klamotten habe ich gestern schon in diesen Koffer gegeben. Das heißt, der Kleiderschrank wird jetzt einfach umgeräumt und da hilft mir jetzt eine Freundin, weil für mich ist es immer so ein bisschen überfordernd, das Ganze zu machen. Und zu zweit ist es dann doch irgendwie schöner und wir haben uns auch einiges zu erzählen. Deswegen, ja, passiert es heute. Ich mache mir jetzt einen Kaffee. Und ja, vielleicht mache ich mir dann auch ein Frühstück. Mal schauen. Aber erstmal einen Kaffee. Ich habe mich jetzt fertig gemacht. Ich nutze gerade ganz kurz die ruhige Minute. Ich hatte letzte Woche nicht so viel Motivation zum Aufräumen. Irgendwie hat mich einfach alles an das erinnert. Und ich habe mich irgendwie total schlecht gefühlt. Und dann ist mir aufgefallen, was ich eigentlich in Australien gelernt habe. Dass jede Emotion von mir, jede Handlung, jedes Gefühl irgendwie seine Daseinsberechtigung hat. Und dass ich nicht mich noch kleiner und runter machen sollte, sondern drüber nachdenken sollte, wieso das gerade so ist. Und mir einfach, keine Ahnung, Raum und Zeit dafür geben. Weil ich finde, man macht sich viel zu schnell für Dinge runter und macht sich schlecht. Übrigens, hier hinten ist die Baustelle, man sieht's. Richtig doof heute. Aber was ich damit sagen wollte, ist, gerade in der Trennungsphase oder gerade in irgendeiner Phase, wenn man durch irgendwas durchgeht, muss man einfach sowas von nachsichtig mit sich selber sein und sich Zeit geben und wirklich auf seine inneren Gefühle hören und sich versuchen zu helfen und nicht weiter runterzumachen, weil das bringt wirklich gar nichts. Deswegen bin ich so happy, dass ich heute Motivation habe und dass ich das heute angehe. Und auch wenn die Baustelle ist, auch wenn gerade Regen ist, ich bin gerade richtig happy und richtig so euphorisch, weil ich möchte mich endlich wieder hier richtig wohlfühlen in der Wohnung. Und ja, genau, ich freue mich heute, das anzugehen. Meine Stimme geht schon wieder weg. Ich trinke jetzt meinen Kaffee noch zu Ende. Dann räume ich noch ein bisschen auf und dann kommt eh schon meine Freundin. Im letzten Video habe ich euch gefragt, ob ich so eine kleine Serie daraus machen soll. Und ich habe mir so ein bisschen überlegt, was ich generell jetzt so machen möchte mit meinem Leben oder in nächster Zeit. Und ich möchte auf jeden Fall neue, gesunde Routinen mir aneignen. Ich möchte viele Solo-Dates machen. Ich möchte viele Dinge machen, die so mir richtig, richtig gut tun. Mal so richtig zu überlegen, was möchte ich von meinem Leben so richtig. Und neue Rezepte ausprobieren. Einfach so ein richtiges Self-Care-Leben führen, damit ich wirklich einfach mal so in mir ankomme. Beziehungsweise einfach so mal alleine in mir ankomme. Ich kannte mich ja nur zu zweit. Beziehungsweise wenn man in einer Beziehung ist, dann stimmt man sich aufeinander ab. Und es ist jetzt doch halt eine ganz andere Situation für mich. Genau, das möchte ich auf jeden Fall angehen. Dann ja, die Wohnung umräumen. Das wird auch ein riesiges Projekt, was mich jetzt gerade noch überfordert. Aber Step für Step. Ich versuche immer so Step für Step zu denken. Und dann geht es auch besser. Alles auszumisten, damit halt ja, meine Sachen hier sind. Und ich glaube, das ist so das riesige Projekt. Ja. Irgendwie auf der einen Seite macht mir das alles ein bisschen Angst, die ganze Veränderung. Auf der anderen Seite freue ich mich extrem darauf. Und es fühlt sich sehr, sehr krass danach an, dass es so der richtige Weg gerade ist. Und dass ich genau richtig bin. Und ich glaube, ich muss einfach so weitermachen. Und genau. Baustelle da draußen, die raubt mir heute wirklich den letzten Nerv. Ich hoffe, ihr hört das nicht so. Meine Freundin kommt ungefähr in 20 Minuten, dann werden wir den Kleiderschrank zusammen machen und ich räume jetzt noch das Restliche so ein bisschen auf, bringe den Müll raus und ja, that's the plan. Jetzt wird noch gesaugt. Dann koche ich jetzt noch schnell was, weil meine Freundin kommt jetzt und dann essen wir. Und dann geht's los. Dann kann ich noch was
Dann mache ich jetzt einfach noch Reis dazu. Das ist noch vom Chinesen, das ist so Gemüse und es ist echt richtig nice mit Reis. Ich habe Hilfe bekommen und vor 5 Jahren, glaube ich, mal geholfen beim Kleiderschrank ausmisten und heute, let's do this. Wir haben jetzt 1,5 Stunden für den Kleiderschrank. Genau. Achtung. Okay, jetzt habe ich Angst. Also das müssen wir alles mal ausmischen. Ja. Beziehungsweise das ist nicht mehr. Das ist übel. Das ist übel. Warte, das ist übeliger. Du musst dann Follow-up. Ja. Ein bisschen was. Okay, also das ist okay, eigentlich ja. Nur so saubere Wäsche gewesen. Und ich dachte, wir machen das eh heute. Das ist Jakobs Seite gewesen. Die räumen wir dann noch gescheit aus. Mhm. Und dann haben wir das da oben nur. Genau, das ist. Also sollen wir uns das System überlegen? Ja. Okay. Dass wir mal alles raushauen. Alles. Alles aufs Bett. Okay. Mhm. Das muss mal alles raus. Dann müssen wir mal alles durchwischen. Schaffen wir das in 1,5 Stunden? Das muss man halt verlängern. Sonst war in die Garage. Okay. Alles durchwischen. Mhm. Und dann über jedes Teil drüber schauen. Oh, echt jetzt. Ja. Ich glaube echt, dass sie voll gut ausgemischt haben schon. Ich glaube nicht. Also, so wie es das erste Mal war. Ja. Letztes Mal, Mensch. Ja, aber ich habe wirklich vor kurzem ausgewischt. wir müssen mal über alles drüber schauen. Okay, und was ist so systemmäßig? Wäre vielleicht geil, da irgendwie so Sportsachen so ein bisschen? Ja, das oder so, Socken, Unterwäsche, Bikini. Ja, das gleiche da nochmal. Das gleiche da nochmal. Sollen wir schauen? Ah ja. Dann könnte man... ja. Können wir es einfach raus? Also das habe ich gerade mal schön damit gelegt. Total schön. Okay, also. Also wir haben jetzt einen Plan. Und zwar schmeißen wir alles raus. Danach wird durchgewischt. Warte, filmen überhaupt? Danach alles einsortiert und überlegt, was ich behalten möchte. Entschuldigung. ja, das wird jetzt ein größeres Projekt. Also vielleicht mache ich Zeitraffer an. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Es ist jetzt nach 2 Minuten schon ausgeartet, Leute. Aber jetzt geht's mal an Musik, weil dann macht das Ganze ein bisschen mehr Spaß. Und zwar sind wir beide Ariana-Fans, deswegen gibt's eine Playlist von ihr. Okay, let's go. On my way home, stumbling on the pavement, yeah, yeah. No sleep in my body, last night got me wasted, yeah, yeah. Ain't nobody calling my phone up just to make sure I get home safe and sound. Wir sind jetzt circa bei der Halbzeit angekommen. Es ist richtiges Chaos in der Wohnung. Und alle ausgemisteten Sachen müssen jetzt in den Müllsack, Müllbeutel reingelegt werden. Und ich habe keinen. Deswegen sind wir jetzt zum DM gelaufen und kaufen den. Das ist echt. Oh, das ist so viel. Okay. 120 Liter für Schwerlast. Wir haben es geschafft, Leute. Das kommt in die Klamotte. Das wird verkauft. Hier ist aussortiert. Und so sieht der Kleiderschrank jetzt aus. Ziemlich leer. Hier noch. Und hier ist auch ziemlich leer. Ja, ich habe richtig viel, oder besser gesagt, wir haben richtig viel aussortiert. Jetzt ist echt so wenig hier noch. Ich war jetzt das letzte Mal mit dem Auto zum Tanzen. Ich bin gespannt, ob das noch emotional wird heute. Weil
das Auto liegt mir schon sehr am Herzen. Irgendwie. Sehr viele Erinnerungen, sehr viel, was wir hier gemacht haben, sehr viele Reisen, die wir unternommen haben. Ja, genau, ich treffe mich da vorne mit einer Freundin und danach gehe ich tanzen. Ich freue mich richtig drauf. Up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little and we keep track of time, being so serious idiots, thinking it will matter, keep me company downtown before the clock runs out. Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around. And then I remember, all things must pass. But I'm not gonna wake up, wake up. I'm not ready, let me have another day. Don't wake up, wake up. Steady, cause I'm happy, I'm not gonna wait. No, no, not yet. Whoa, no, not yet. Whoa, no, no, not yet. Whoa, I'm afraid I'll end up nowhere. They keep saying I'll be fine, but how you know that I'll be there when it feels.